Was geht, meine werten Zuschauer? Willkommen zur fünften Folge von Gamepacks. Ich habe nicht viel Zeit, deshalb Intro. In Deus Ex Human Revolution gibt es ein Poster von Final Fantasy 27. In der deutschen Version von Legend of Zelda Link's Awakening gibt es einen Charakter, der sagt, nie ohne Kondom oder wenn du mir meinen Saft nimmst, gebe ich dir deinen oder sowas. Wenn ihr eine rauchige Version von Alan Wake spielt, hat er für das komplette Spiel eine Augenklappe. Das weist dennoch das englische Wort für Raubkopien. Pirating. Schenkelklopfer. In dem Spiel Dead Island gibt's Jason aus Freitag der 13. Es wird nicht gesagt, dass das wirklich der Jason ist, aber er hat eine Machete, eine Maske und sein Baumhaus, in dem er lebt, ist voller toter Leute. Also kann man das eigentlich annehmen. Ripto, der Hauptbösewicht von Spyro 2, hat seinen Namen durch das Cover vom japanischen Spyro 2. Dort wird nämlich das japanische Wort für Spyro wie Ripto gelesen. Assassin's Creed sollte eigentlich ein Prince of Persia werden, und zwar Prince of Persia Assassins. In Silent Hill Shattered Memories habt ihr ein Telefon, das ihr nutzen könnt. Wenn ihr dort die Konami Support Nummer eingibt, das Konami ist das Studio, das dieses Spiel entwickelt hat, kommt ein Anruf und sagt, es tut uns leid, aber es scheint, dass sie in Silent Hill sind und sie sind sogar über unsere Hilfe. Das heißt, die können ihm nicht mal aus Silent Hill helfen, die Macher vom Spiel. Coole Sache. Die PS1 sollte eigentlich eine Super Nintendo CD Add-on sein, aber Nintendo wollte dann das Projekt nicht mehr weiterführen, aber Sony hat sich gedacht, machen wir trotzdem eine Konsole, und so ist die PS1 entstanden. Niemand weiß den Tag, an dem Super Mario Bros. Für den NES in Nordamerika erschienen ist. In Banjo-Kazooie für den Nintendo 64 gibt es ein sehr markantes Bild zu sehen, wenn man das Bild von oben anschaut. Penis. In den Beta-Versionen von Pokémon Rot und Grün in Japan war es möglich, ohne Pokémon zu surfen. Es gab dafür ein spezielles Item, das Surfboard heißt. Die Schule auf Silent Hill 1 basiert auf dem Film The Kindergarten Cop von Arnold Schwarzenegger. In der letzten Folge habe ich euch gezeigt, dass man in Sonic CD im Soundtest-Menü einen bestimmten Code eingeben kann, so dass eine dämonische Nachricht erscheint. Das gleiche gibt's mit weniger creepigen Content, wenn ihr die folgenden Nummern, die hier stehen, eingibt. Dann kommt entweder ein MC Sonic mit DJ-Zeug, ich habe keine Ahnung. Und das nächste ist ein cooles Bild, das stark an Batman erinnert. Viele Pokémon-Sprites in Rubin und Saphir sind eigentlich nur verbesserte, detaillierte Sprites von Blau und Rot. In Shadow of the Colossus war es ursprünglich geplant, dass man 48 Kolossi bekämpft. Aber auf jeden Fall wurde die Nummer auf 24 gekürzt und schließlich dann zu den 16, die es ins Spiel geschafft haben. In den frühen Stadien von Legend of Zelda Majora's Mask hatte der Mund noch kein Gesicht. Das wurde erst später eingefügt, weil die frühen Screenshots den Mond zeigen und er nun mal kein Gesicht hat. Aber es wird nur spekuliert. Pokémon Gold und Silber waren geplant, die letzten Pokémon-Spiele zu sein. In Legend of Zelda Wind Waker kann man im Himmel wirkliche Sternenkonstellationen feststellen. Das heißt, man sieht den kleinen Wagen, den großen Wagen und alle anderen Sternzeichen, die ich nicht wirklich weiß. Aber die sind im Spiel eingebunden. Kingdom Hearts, eins meiner absoluten Lieblingsspiele, existiert nur, weil einer der Entwickler von Square Enix mit einem von Disney in einem Fahrstuhl gelandet ist. Die haben angefangen zu reden und irgendwas auszumachen und am Ende entstand dann dadurch Kingdom Hearts. Und ja, das Spiel ist geil. Bei Pokémon X und Y gab es als Geheimgeschenk ein Flamly, weil das Lieblings-Pokémon von dem Game Director Junichi Masuda ist. So Leute, das war's. Schnelles Outro, denn ich habe kaum Zeit. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme es hier gerade zu der letzten Sekunde auf, weil ich ein neues Format geplant habe, was nächste Woche kommt. Ich habe es in der letzten Minute verschoben und deswegen ist die Folge ein bisschen gerusht, also tut es mir leid. Aber wie immer, like das Ganze, wenn es euch gefallen hat, favorisiert das Video, wenn ihr Bock habt, und abonniert mich, um nichts zu verpassen. Ich rede gerade richtig schnell, weil ich gerade keine Zeit mehr habe. Bis dahin, ciao!